So, moin und herzlich willkommen zur achten Folge der More Will More Serie. Und wie ihr schon im Hintergrund seht, wird uns ein alter Spieler verlassen, nämlich Reintaler, der italienische ZM-Spieler von Augsburg, wird uns leider verlassen. 6 Spiele, keine Vorlage und kein Tor gemacht. Er wird uns leider verlassen und davon kommt einer von den Bayern rein, unser erster Bayer im ganzen Team. Öztürk, sein Name, ein deutscher ZM in der 58 Rating, 62er Tempo, 51er Schuss, 58er Passen, 67er Dribbling, 42er Defensive und 44er Physis. Ist am 7.2.1996 geboren. Okay, das ist nicht schlecht, glaube ich. Also das Upgrade, das waren die 4 Punkte, die wir letztes Mal durch das Dorf von Emre Mor bekommen haben. Also ich glaube, das ist nicht schlecht. Also das können wir machen so. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir einen Gegner gefunden haben. Also bis gleich. So, wir haben einen Gegner gefunden mit einem Gast. Okay, nicht schlecht. Wir spielen mit gelbem Kurs. Er spielt mit weißem Kurs. Perfekt, der hat einen Gast nämlich dabei. Dann schauen wir mal, wie er auftritt hier, der Gegner. Bin gespannt hier. Mit einem Gast, gegen einen Gast habe ich noch nie gespielt. So, er hat 2 Goldspieler, einen Rechtsverteidiger aus Spanien. Arnold, Max, Arnold sage ich jetzt schon, Gerhard von Wolfsburg und 2 Silberspieler. Schäfer und ein aus Paraguay, okay. Ansonsten sind alles Bronzespieler. Schauen wir mal, wie wir uns gegen dieses Team schlagen. Rosario FC heißt es. So, erste Chance hier, Touré wird hier gefault, damit gibt es schon mal Freistoß hier. Die ersten Möglichkeiten und gelb auch für den Gegner schon nach 1,5 Minuten. Ich wollte nicht dorthin spielen, ich wollte ganz rüber spielen. Schade, das ist bitte hier. Aber wir klären hier das Souverän. Gute Lücke auf. Gemacht. Öztürk mit dem ersten Schuss, wird er aber leider geblockt. Hat schon einen guten Offensivdrang, Öztürk mit dem fast ersten Tor hier. Schade, Öztürk, der gefällt mir schon sehr gut hier. Erstes Match hier gemacht. Und da so stark hier schon beim Debüt. Nicht schlecht. Sokera, Guevara, Moa. Das ist ein Foul hier vom Torhüter. Das gibt hier eine gelbe Karte, ja. Es gibt eine gelbe Karte hier. War gar nichts. Das war ja schon brutal hier von hinten herein. Das sollte dann mal schon Minimum Geld geben, aber okay. Oh, wir können uns hier nicht durchsetzen mit Köln, schade. Bisher sind wir aber das bessere Team, würde ich sagen. Der Gegner hat noch keinen Stich gegen uns gefunden. Und fault hier und schon wieder, damit gibt es wieder eine gelbe Karte hier. Die nächste hier hinten nach. Der Gegner hier nur am Faulen im Moment. Die zwei Gegner, sagen wir es mal so. Ich wollte den kurz ausführen hier. Komme ich durch? Wir bekommen nochmal einen Ball, aber wir können hier nicht schießen, frei aufs Tor. Schade. Sonst wäre was drin gewesen hier vielleicht, aber so nicht hier. Stark von Köhler durchgegangen hier. Köhler mit der Chance, aber schlechter Schuss hier von Köhler. Wir dürfen nicht zu viele Chancen hier vergeben. Moa, ich wollte Moa nochmal bedienen, weil wir bei Moa ja Upgrade-Punkte bekommen. Hätte ich jetzt nicht machen sollen. Jetzt werden wir von hinten im Strafraum hier scharf attackiert. Okay. Das lasse ich aber noch durchgehen hier, dass das keine Wette geben soll. Hier und Kehrer, stark Kehrer. Am Schluss klärt das Souverän hier raus. Jetzt geht's über Sauerland. Touré. Und da ist Moa auf dem rechten Flügel. Emre Moa hat die Base hier vorbeizukommen. Moa verdient sich aber mit dem Dribbling. Schade. Wolf mit dem starken Kopf. Ball auf Decke Bidet. Oh, jetzt den Pass zuerst schlecht unterbunden und jetzt könnte es eine Chance werden hier. Wir kommen aber noch hin hier. Wolf klärt dann souverän, der Rechtsverteidiger.
Aber in höchster Not, Herr, in höchster Not. Solche Situationen dürfen nicht zu oft passieren lassen. Decke bitte, Decke bitte. Du schaffst es vorbeizugehen hier mit Tempo. Decke bitte. Oh, schade, ja, da habe ich nochmal ein bisschen zu viel den Ball vorgelegt. Schade, nächste Chance wieder vergeben. Das ist nicht gut gewesen. Gut attackiert hier. Moa, komm ich. Kann den Ball hier nicht kontrollieren hier. Der hat zu knapp auf ihn gespielt. Mir und Kessler, den Mitspieler schon von ihm. Gut durchgespielt. Touré kann den Ball aber nicht annehmen. Gut genug. Stark den Ball wieder zurückerobert. Der Steiber kommt wieder nicht an nach vorne. Wolf hier, komm nicht hier mit der Grätsche. Jetzt wird es erstmals richtig gefährlich. Die Flanke können wir aber hier souverän rausgehen, die war auch nicht gut getreten. Und jetzt geht's über Decke Bede. Schade, dass Decke Bede hier nicht hinkommt. Aber er könnte hier noch einmal geschickt werden. Decke Bede. Diesmal passt der Verteidiger auf. Er presst aber super drauf. Moa! Da sind die ersten drei Punkte hier. Moa mit dem nächsten Tor hier. Damn. Emre Moa hier zeigt es wieder einmal, dass es stark ist hier. Stark durchgespielt, ja, nach 31 Minuten hier. Und dann ist auf einmal alles frei und wir machen den souverän mit Außenriss, also mit angeschnittenen Schuss in die linke Ecke. Nicht schlecht hier. Emre Moa damit gibt es schon mal 3 Upgrade-Punkte Minimum für die nächste Folge. Nach dem Sieg kommt auch noch ein bisschen was dazu. Und Man of the Match vielleicht auch noch. Schauen wir noch alles. Da schauen wir noch alles nach. So, der Gegner tut jetzt gar nichts mehr anscheinend. Wow. Auf das hat er jetzt gewartet. Nicht schlecht. Moa, schade hier. Moa vielleicht mit dem zweiten hier fast. Das ist schade, dass er das hier nicht macht. Kopfball, komm nicht hin. Sauerland zieht hier ab. Aber ungefährlich hier der Schuss. Der war nicht stark von Sauerland. Der war nicht stark hier. So, der Gegner spielt das hier mal stark. Sein Spiel. So, jetzt wieder Moa. Moa hat sich zu weit den Ball vorgelegt. Und der Ausstoß geht jetzt zu uns wieder. Touré. Gut gekehrt hier noch. Der hat zu schnell rausgespielt hier. Öztürk verliert den Ball. Gute Grätsch hier von Guevara. Er hat den Ball aber trotzdem nicht. So, jetzt nochmal Guevara. Schön auf Köhlert. Der auf Touré. Nochmal stark. Köhlert holt sich den Ball hier noch einmal fair zurück. Und jetzt wird er gestoppt hier. Moa hatte die nächste Chance, ein Tor zu erzielen. Jetzt gibt es Gelb-Rot hier und damit ist der Spieler draußen hier. Damit Spieler Nummer zu 10. Zu 10 unser Gegner. Sauerland wird hier nicht schießen. Ich würde das hier Moa übernehmen. War nicht der KPD, sondern Moa. Nur ein Last drunter. Oh, Moa, er verschießt hier. Ah, das war zu viel nach rechts. Schade. Das wird zu viel nach rechts. War das jetzt bitte hier? Moa hier jetzt vergibt die nächste Chance hier. Schade, wir hätten da viel höher schon führen können in der Partie. Aber zur Halbzeit mit 2 zu 0 bin ich auch zufrieden hier. Wir werden jetzt den Kopf gedreht gemacht hier. Wer war's denn jetzt? Damit kommen wir zum vierten Upgrade-Punkt. Fechner war's. Der neue Innenverteidiger. Nicht schlecht, Fechner. So, Moa hier. Moa stark. Stark, Moa mit dem Flachschuss hier. Fast mit dem 13-0 noch vor der Pause. Leider nicht ganz hier.
Sauerland hier mit dem Tor hier, fast auch. Schade. Nächster nächster Eckball hier. Der kommt wieder gefährlich, aber jetzt hat ihn der Torhüter abgefangen hier. Und es geht hier in die Halbzeit. 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 Warte mal kurz. So. Warte mal kurz, ich muss kurz was aufmachen hier im Hintergrund. Ganz schnell hier während der Aufnahme. So, jetzt haben wir alles. So, Bass bewegt. So, machen wir weiter. Mir hat Gegner hat noch keinen einzigen Schuss und wir haben 10 Schüsse aufs Tor und 5 Torschüsse. Nicht schlecht, nicht schlecht hier bisher in dieser Partie. Das Team gefällt mir bisher nicht schlecht, also so können wir weitermachen hier. Wolf, 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 Wolf. Der Pass von Wolf war grandios schlecht, aber so leicht, wenn ihr so leicht sich den Ball hier abnehmen lasst, hat den Sauerland wieder. Moa mit dem Kopfballtreffer und damit sind wir beim 7. Upgrade-Punkt. 7. Upgrade-Punkt hier im ganzen Spiel bisher. Plus 3 für den Sieg, den können wir jetzt auch schon einrechnen eigentlich. Haben wir schon 10 Upgrade-Punkte? Sicher, glaube ich. 10 Upgrade-Punkte. Nicht schlecht. Plus 3, wenn am Ende auf dem Match wird, noch sind 13. Ui, das könnte noch einiges werden hier. Das könnte noch einiges werden. Hier können wir dann unser Team mal richtig upgraden. Wenn das so sein sollte, wie es im Moment ausschaut. Sagt 7 haben wir schon Minimum. Minimum haben wir 7 Upgrade-Punkte für die nächste Serie. Also da werden wir dann ein paar Spiele upgraden können. Oder mal eine Position so richtig gut upgraden. Mal schauen, je nachdem, was sich da ausgeht. Damn, 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 damn. Oh, stark hier weggefastet, stark weggefastet. Bam, 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 bam. So, jetzt Ecke für den Gegner, jetzt Ecke für den Gegner. Wir können den Ball nicht ganz wegbringen, aber der Gegner kommt ja auch nicht gefährlich aufs Tor. Damit gibt es ja Abstoß für Buntic. Abstoß für Buntic. Na, die zwei spielen bisher nicht so richtig gut noch. Jetzt auch wieder hier sich den Ball viel zu leicht abfangen lassen, die Gegner. Und jetzt bleiben auch wieder Sieger, Wolf. Oh, jetzt, das war ein Fehler von Wolf, der war nicht nötig, der Pass. Und dann verlieren wir den Ball dadurch. Aber Buntic hat den Ball hier souverän. Wir können hier gleich wieder kontern. Jetzt werden wir hier robust eingegangen. Aber faul war es keines und jetzt macht man den ersten Fehler in der Partie. Buntic bewahrt uns hier vor dem Sieg. Vor dem Sieg sehe ich hier schon, vor dem Gegentor. Vor dem Sieg bewahrt uns nicht hier. Die Gegner werden ein bisschen stärker jetzt. Sie wollen doch nicht so hoch untergehen. Starker Schuss hier. Oh, schade. Das war eine gute Chance hier, wie wir das dann durchkombiniert haben. Aber so hier schlecht gemacht am Schluss. Damn, 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 damn. Damn, 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 damn. Damn, damn. Ui, 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 ui. Damn, damn, damn. Oh, 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 oh. Damn, 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 damn.
Oh, wie stark macht er das hier? Wie stark macht er das hier? Hat er stark verteidigt hier, der Gegner. So, jetzt Moa. Jetzt Moa. Jetzt Moa. Wir gehen hier drüber. Moa. Wir wollen mit Moa das Tor schießen hier. Natürlich wollen wir mit Moa das Tor schießen. Damit haben wir schon 9 Punkte durch 3 Tore mit Moa. Ein Tor so. Damit sind wir schon bei 10 Punkten plus den Hattrick. Können wir 12 Punkte haben plus den Man of the Match plus Sieg. Wenn wir schon bei 17 Punkte, glaube ich. Das werden wir am Schluss noch ausrechnen. Das sind so viele Punkte, da müssen wir noch warten. Vielleicht schieben wir noch ein Tor. Damn, damn. Nicht schlecht hier. So, Köhler, Köhler, auf Touré, und der sieht Moa. Und Moa ist jetzt so eingesehen, in dieser Situation, dann hätte man nochmal auf Touré zurückpassen können. Das wäre wahrscheinlich mehr geworden. Haben es aber am Schluss nicht gemacht. Stark gespielt, und Moa kommt jetzt zum Abschluss. Gefährlich ist. Gefährlich. Moa kann den Ball nicht annehmen und damit wird aus der Chance leider nichts hier. Schade, die war aber auch nicht für Moa gedacht, eigentlich der Ball. Aber er kommt halt zu Moa. Oh, stark. Moa. Also wieder Moa hier. Nice, nice. 5-0 hier. 5-0 hier gegen diesen Gegner hier. Der ist nicht der Stärkste. Der ist nicht der Stärkste. Also die zwei sind nicht die Stärksten. Ich vergesse hier immer, dass es zwei gibt bei den zwei. Aber so schlecht wie die zwei spielen, das ist echt nicht mehr schön. Aber wir sind ja noch in Liga 10, also das ist auch, da gibt es noch leicht schlechtere wie wir sind. Leicht schlechtere. Sagen wir es mal so. Nice hier. Damn, damn, damn. Vielleicht schafft es nochmal einen Hattrick. Also seid auch noch von morgen, dann kriegen wir doppelte Hattrick. Kappa. Das wird zu viel, ne. Das ist so schlimm jetzt auch nicht sein für den Gegner. Ich dachte, er deckt nochmal Moa ab, weil ich immer auf Moa spiele. Moa jetzt. Wollte ich einen Assist spielen, Assist machen mit Moa. Kommen aber leider nicht hin hier und damit ist der Gegner wieder der Ball. So, Buntic mit einem Riesenabstoß. Die auf Decke bei Day kommt. Perfekt gespielt hier, Decke bitte. Wird noch einmal abgefangen hier. Jetzt muss Touré hier den Ball zurückerobern. Macht er auch. Das Passspiel im Mittelfeld hat sich hier in der Runde schon nicht schlecht angefühlt, muss ich sagen. Hat mir vorher nicht so gut gefallen, aber seitdem das Rheintaler raus ist, hat sich das Passspiel um einiges verbessert. Öztürk hat nämlich eine starke Partie auch gemacht, muss man auch. Das gibt und klar sagen. Da wollte ich noch einmal auf Moa legen, das war zu viel hier. Und endlich kommt der Ball doch zu Moa hier. Und damit steht es 6-0 hier. Nächstes Tor von Moa hier. Eins bräuchte er noch. Oder eins? Weiß gar nicht. Jetzt können wir nur mal eins bauen, nicht Moa. Dass er noch ein Hattrick hat. Mal schauen dann, wie viel am Schluss hat. Das müssen wir uns dann wirklich ausrechnen, muss ich fast aufschreiben. So schlimm wie das ist. Ne, es ist aus hier. Es endet hier. Moa ist der Man of the Match natürlich. Das ist gerade 10,0 Bewertung. Damit ist er Man of the Match. Damit gibt es 2 Punkte schon mal. Plus Sieg sind 5 Punkte. 5 Punkte haben wir mal sicher. Dann haben wir 5 Tore von ihm. Das sind 15 Punkte für die Tore. Das sind 20 Upgrade-Punkte. Plus ein Tor sonst noch, oder? Ja, Fechner hat das Tor sonst noch geschossen. Das heißt nochmal einen Tor noch drauf hier. Ein Tor noch drauf. Vorlage gibt es keine von Moa. Also wie gesagt, jetzt haben wir gesagt, ist Man of the Match geworden, 2 Punkte. Plus Hattrick 4 Punkte. Plus Sieg sind 7 Punkte. Plus 15 Punkte für die Tor sind 22 plus 1. Tor sind 23 Upgrade-Punkte. Fucking 23 Upgrade-Punkte für die nächste Folge. Uiui, da können sich schon ein paar starke Spieler ausgehen hier. Da können wir dann schon ein paar Sieberspieler reinstellen in unser Squad. Da könnt ihr gerne ein paar Wünsche für Sieberspieler reinhauen. Wenn ihr da Bock habt drauf, unbedingt reinhauen. Da können wir uns wirklich ein paar Spieler holen. Einzige Position, die ich nicht upgraden möchte, ist ZOM-Position vorerst. Und die
Innenverteidigerposition, so wie die Rechtsverteidigerposition, möchte ich nicht upgraden. Das sind drei Positionen, wo ich noch was lassen will. Sonst können wir alle reinhauen. Sonst könnt ihr alle reinhauen. Das heißt, ein super Bad, also so ein Bad habe ich noch nicht erlebt. Vielleicht haben wir jetzt auch den Aufstieg auch schon fixiert in der Liga, oder? Weiß ich gar nicht. Noch nicht ganz. Den Aufstieg und den Meistertitel ist ja alles in einem hier. Das können wir nächste Runde fixieren hier im nächsten Bad. Mal schauen dann, wie das dann bis ausschaut. Nicht schlecht. Und wie gesagt, haut da gerne ein paar Kommentare rein und lasst auch ein paar Likes da, wenn euch der Bad gefallen hat. Wenn euch meine Dominanz gefallen hat in dem Bad. Und damit würde ich sagen, war es schon. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao, euer Dani.